Jo, servus Leute. Erstmal Prost da draußen. Herrlich. Ja, wir haben gerade etwas Urlaub. Wir sind in Österreich, also in meiner Heimat in Tirol. Ja, super heiß ist es wieder draußen, also solltet ihr Nebengeräusche hören, das ist dann der Ventilator, der hinter mir läuft. Ja, und wie der Videotitel ja schon besagt, das wird ein Talk-Video über Krims und Krams, dies und jenes. Gleich vorab, wer nicht an EDC-Krams interessiert ist, ja, der schaut am besten ein anderes Video. Ja, also, wo fange ich an? Wie gesagt, wir haben eben Urlaub in Österreich daheim. Super schön. Und ja, wenn man Urlaub in der Heimat hat, man befindet sich dann oft auch zu Hause, daheim. Ja, das genieße ich natürlich sehr. Und dann, ja, hat man auch schön Zeit nachzudenken, und wenn jemand ein Hobby hat, das Messer und EDC-Zeugs betrifft, dann macht man sich natürlich darüber gerne Gedanken. Und ja, ich genieße es seit einiger Zeit wieder sehr, mir Gedanken über EDC-Zeugs zu machen, also um eben mein EDC anzupassen an die gerade die Lebenslage. Ja, und das ist eben zurzeit Urlaub. Und ich liebe seit längerem, ja, diesen Rucksack sehr. Ja, der Karabiner ist auch immer dran. Das ist manchmal praktisch, um, ja, zum Beispiel meine Flipflops dran zu klinken. Das mache ich immer wieder mal im Urlaub hier. Ja, da ich auch gerne barfuß unterwegs bin. Ja, dieser Rucksack ist super leicht. Den habe ich ja schon mal kurz in die Kamera gehalten bei einer kleinen Wanderung. Moment kurz. Die Schnallen. Egal. Ja, den will ich euch kurz zeigen. Ich weiß leider den Modellnamen nicht mehr. Sollte ich das rausfinden, schreibe ich den Rucksack Modellnamen in die Videobeschreibung. Denn ja, der ist wirklich super klasse. Eigentlich ist das ein Rucksack zum Klettern. Es ist ein Bergsportmodell, die Marke Mammut. Ja, ich zeige euch nur, was ich hier so drin habe. Einen Reisepass, ein paar Taschentücher. Da ist dann auch immer der Reisepass meiner Frau drin. Ja, hier so ein paar Molle-Schlaufen. Ist natürlich immer wieder sehr praktisch. Hat hier ein Zipfach. Ja, da ist ein Stück Abziehleder von mir drin. Ja, hier noch so ein Karabiner eben, um die Schlüssel dran zu hängen. Das ist auch sehr praktisch. Jo. Hier so ein Rückengurt, hier auch zwei Gurte. Ja, da kann man alles Mögliche dranhängen. Und hier hat der noch so ein Seitenfach. Das habe ich hier drin, eine Packung Taschentücher. Hier ist mein geliebtes Swiss Champ noch drin. Ja, ist man mit einem Rucksack oder sonstigen Tasche unterwegs, finde ich das Swiss Champ unverzichtbar mittlerweile. So, was haben wir hier noch? Ja, mein Neckknife, das Feldkniven WM1. Ja, super geiles kleines Fixed eben. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt sehr gerne, eigentlich fast immer, wenn ich rausgehe, mit diesem Rucksack unterwegs. Ja, und dann ist das einfach hier immer drin. Verstaut. Ein sehr praktisches Fach eben.
Jo, und das war es noch nicht von den Fächern, denn hier am Rücken ist noch ein Fach. Ja, das ist eine hauptsächlich dazu da, um eben eine Trinkblase zu verstauen. Hier kann man die dann anhängen. Ja, treibt man Sport oder auch im Urlaub, ist man in einer heißen Gegend unterwegs, ist natürlich Wasser. Ja, es ist generell wichtig, aber bei den Temperaturen gerade ist natürlich Wasser umso wichtiger. Könnte man noch so eine Trinkblase reinmachen. Ja, das hat auch einen Hüftgurt. Ja, den habe ich hier dran gemacht. Brauche ich so gut wie nie zurzeit. Und der Brustgurt, der ist auch verstellbar. Eine kleine Pfeife ist noch dran. Ja, ein richtig geiler EDC-Rucksack. Obwohl es eigentlich ein Bergsportmodell ist, ja, finde ich den super EDC-tauglich und einfach nur genial. Wie gesagt, super leicht. Ja, da ist kein robustes Cordura-Material ist. Ja, ich hoffe, ich finde das Modell raus. Dann schreibe ich das unten in die Videobeschreibung rein. Ja, das war es mal zu meinem EDC-Rucksack zurzeit. Ja, ich mache jetzt bei den Rucksäcken weiter. Ja, ich hoffe, die Schnallen hier auf dem Tisch sind nicht allzu laut. Okay. Jo, was gibt es hier zu sagen? Der ist auch immer wieder dabei. Das Tasmanian Tiger Essential Bag MK2. Ja, der ist einfach etwas größer. Er hat etwas mehr Platz drinnen. Ja, den brauche ich jetzt nicht genau herzuzeigen, das habe ich schon gemacht. Aber nur damit ich es erwähnt habe, der ist immer wieder in Verwendung, wenn wir etwas mehr Platz benötigen. Ja, und der ist eben aus robustem Cordura-Material. Ich glaube, das sieht man auch sofort, dass der schon etwas robuster ist als der leichte Mammutrucksack, aber reicht im Alltag völlig aus. Man kann ja auf sein Zeug aufpassen. Ja, hier ist jetzt zurzeit die Taschenlampe meiner Frau da dran. Die Lumentop Tool eben. Ja, einfach eine klasse EDC-Lampe. Ja, also ich denke zurzeit an keine EDC-Lampen mehr nach, denn mit der, ja, bin ich und meine Frau sehr zufrieden. Ja, das Tasmanian Tiger Essential Bag MK2. Ein klasse Rucksack, nahezu unzerstörbar, finde ich. So da. Ja, jetzt machen wir bei den EDC-Taschen weiter. Ja, wie gesagt, das wird einfach so eine Plauderei eben über alles mögliche EDC-Zeugs. Ich habe alles Mögliche neben mir liegen, also das Video wird auch etwas länger werden. So. Ja, zurzeit ist es eben so, wie gesagt, dass ich mit dem roten Mammut-Rucksack so zufrieden bin, ja, dass ich solche Taschen nicht mehr verwende. Ein Rucksack ist einfach praktischer, ist angenehmer zum Tragen, man hat seine Hände frei, es verrutscht nichts. Ja, so toll ich diese Tasche finde, aber praktischer ist einfach eben ein Rucksack. Ja, da habe ich noch ein paar Dinge drin vom letzten Thailand-Urlaub. Ja, aber jetzt nichts Interessantes soweit. Ja, hier noch etwas Süßes. Ein Duplo. Ja, das noch kurz zu dem, sollte ich kurz erwähnt haben.
Ich habe ja noch diese größere Tasche ungebraucht, habe ich noch nie verwendet. Ja, ich habe jetzt noch keinen Nutzen gefunden, denn ich habe ja sonst meine Rucksäcke eben, wie gesagt, und diese Tasche würde ich verkaufen. Ja, sollte jemand Interesse haben und dieser Tasche 20 Euro inklusive Versand innerhalb Österreich und nach Deutschland, wenn ich schon gerade dabei bin. Okay, also solche Taschen, Umhängetaschen sind super praktisch, diesen Fächern hier, aber zurzeit stehe ich eben mehr auf Rucksäcke. So da. Jo, diese Gürteltasche ist sehr praktisch, eben durch die vielen Fächer, aber sie ist mir minimal zu klein. Ich bringe hier einfach hier meinen Reisepass nicht unter. Ja, das finde ich etwas schade. Ja, also ist schade, ja. Ich habe jetzt auch noch kaum Nutzen gefunden. Ja, ich bin nicht so der Gürteltaschentyp, finde ich. Ja, deshalb, ja, kommt die kaum zum Einsatz. Habe ich eine Weile, ja, im Einsatz gehabt. Habe ich versucht, aber hat es nicht lange, ja, geschafft, bei mir zu bleiben, sozusagen. Okay. Jo, diese Tasmanian Tiger. Ja, soll ich sagen, Zusatztasche, wie man so sagt, kann man am Rucksack dran schnallen eben. Ja, sehr praktisches Teil, soweit habe ich noch etwas Krams drin, Pflaster, etwas Tape. Ja, manchmal kommt die zum Einsatz eben, wenn wir oder ich mit dem Essential Bag MK2 unterwegs sind. Verwende ich es nicht mehr so häufig, muss ich sagen, aber trotzdem sehr praktisches Teil soweit. Ja, hier habe ich noch so eine Handytasche, habe ich mal auf gut Glück bestellt, aber hat leider mein Smartphone, mit dem ich gerade filme, leider nicht Platz. Ja, das Tasmanian Tiger hat schon cooles Zeug. Eine robuste Handytasche. Ja, kann man Gürtel eben tragen. Für die Hosentasche trägt das etwas viel auf. Finde ich generell sehr cool, das Teil. Naja, machen wir weiter. Ich würde sagen, bei den Geldbörsen, ja, da habe ich auch etwas herumprobiert. Mittlerweile habe ich meine Geldbörse gefunden. Ja, die habe ich mir auch mal bestellt, diese Expedition Geldbörse, finde ich nach wie vor schon cool. Ja. Aber es hat kein Münzfach. Ja, das war damals bewusst so gewählt. Ja, mittlerweile finde ich einfach ein kleines Münzfach trotzdem praktisch. Ja, hier noch etwas Zettelwerk hinten drin. Ja, generell ein sehr cooles Teil. Das schon sehr robust natürlich, da es aus Cordura besteht. Diese verkaufe ich übrigens auch. 17 Euro inklusive Versand würde ich das Teil hergeben, denn ich verwende die einfach nicht mehr. Ja, das war lange Zeit meine Geldbörse. Eine schöne Leder-Geldbörse. Ist schon ziemlich in die Jahre gekommen. Habe ich lange benutzt. Sehr praktisches Teil.
Von dem her, das ist eine aus Thailand. Ja, ich glaube, das ist Kunstleder, ziemlich sicher. Ja, eine cool aussehende Geldbörse, wurde auch lange verwendet. Ich glaube, das sieht man. Das Leder ist schon etwas weich geworden, aber es hat natürlich trotzdem ja seine Schwächen. Ihr seht schon. Ja, aber bei den Preisen in Thailand kann man das schon mal so spaßeshalber kaufen. Jo, wie gesagt, ich habe meine Geldbörse gefunden. Wirklich ein sehr praktisches Teil. Da bin ich sehr zufrieden. Es hat so ein kleines Münzfach. Ja, da habe ich meistens zwei 1 Euro Münzen drin und 50 Cent Münzen. Hier eben zwei Fächer. Ja, die kann ich wirklich sehr empfehlen. Hier diese Kartenfächer. Alles ausreichend. Ja, hat mittlerweile ja, schöne Spuren drauf. Was eine Ledergeldbörse erst so richtig schick macht, finde ich. Ja, ja dieser Münzbeutel. Ja, der ist auch sehr praktisch. Die Schlüsselringe habe ich rausgemacht. Die haben gestört natürlich, denn wir benutzen die nur für die Münzen eben. Ja, das Teil macht da einfach den Job, was es machen soll. Ja, jeden Tag in Verwendung und immer noch schadenfrei. Schönes Leder. Ja, das Teil hat auch was. Okay, das sind meine Geldbörsen. Ja, eben, es ist Sommer eben. Super heiß. Man ist natürlich mit leichten Hosen unterwegs und die landen natürlich dann immer in den Rucksack, in dem roten Mammut eben. So, das war es mal zu den Geldbörsen. Okay, machen wir weiter. Ich schmeiße jetzt einfach einige Dinge auf den Tisch. Und dann wird weiter getalkt. Ja, heute talke ich euch über EDC-Zeugs etwas zu. Aber wer will, kann ja weiterschalten. So, ja, lassen wir mal erstmal gut sein. Ja, kurz zu dieser Uhr vielleicht. Das ist die Invicta. Ja, ich weiß den Modellnamen jetzt gar nicht mehr auswendig. Das ist so eine Automatik, wie die meisten erkennen werden. Das Problem ist bei der, vielleicht ist dir schon ein paar aufgefallen, ja, hier die 10-Markierung hat sich gelöst. Ja, die liegt hier innen rum. Ich habe schon mal eine Markierung verloren gehabt, habe es einem Uhrmacher zum Reparieren gebracht. Hat es repariert und ja, hat nicht lange gedauert, dann hat sich eben diese 10-Markierung auch gelöst und die Reparatur war damals auch nicht gerade günstig, denn der muss dann alles aufschrauben. Was weiß ich, ich kenne mich da nicht so aus. Ja, und ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat, aber eine zweite Reparatur, das ist für mich nicht wert. Ja, das Problem ist einfach, der Sekundenzeiger, der bleibt dann bei der Markierung, die hier rumfliegt, immer wieder hängen. Ja, und dann läuft die Uhr eben nicht mehr. Trotzdem, nichtsdestotrotz, eine schöne Automatikuhr. Da hier das Titanband. Ja, vielleicht weiß ja jemand eine gute Lösung, wie man das trotzdem vielleicht günstiger reparieren oder was aus sich lassen kann. Apropos Uhren, natürlich machen wir hier weiter. Ja, logisch, dass die schwarze Uhr meine EDC-Uhr ist. Das ist natürlich die
Uhr meiner Frau. Also ich bin immer wieder begeistert, wie klasse diese Teile sind. Super leicht eben vom Gewicht her, sehr robust und was mir wichtig ist, sehr genau. Also auf die Casio-Uhren, 30-Euro-Uhren kann man sich voll verlassen. Ja, hier mein Kompass finde ich cool und manchmal einfach ja, hauptsächlich just for fun ist der drauf. So. Ja, machen wir einfach hier weiter bei den Stiften. Ja, dieser Böcher Kipp Kaliber 50 ist natürlich wirklich ein cooler Stift, aber ja, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, ich brauche nicht häufig einen Stift, wenn, dann kommt der Schreiber vom Kompakt zum Einsatz. Ja, das reicht mir meistens. Aber spaßeshalber habe ich, wenn, dann diesen ja, Likes B007 dabei. Ja, finde ich trotzdem sehr cool. Beide. Ja, das habe ich manchmal dabei. Das war, ja, da waren bei uns in Tirol irgendwelche Wellen. Ja, hab ich jemanden abgestaubt. So eine Pflasterhülle. Ja, ist für einen Messerfreund natürlich also ein tolles Geschenk. Ja, ich habe mir ein Zippo zugelegt. Ja, das ist wieder leer. Also ich rauche nicht, aber ein Feuerzeug ja, gehört auch in ein gut sortiertes EDC, finde ich. Und ja, so ein Zippo ist halt ein Zippo. Wie gesagt, ich bin nicht Raucher, aber trotzdem finde ich diese Teile sehr toll. Das habe ich einmal befüllen lassen. Wo ich es bekommen habe, ja, da ich nicht Raucher bin, ich habe es wirklich noch nie benutzt. Ich glaube, das Benzin ist verdampft oder was weiß ich, aber es hat auch was, sagen wir mal so. Ich werde es wieder mal befüllen lassen, das Teil. Sieht auch schick aus, kann man schon mal dabei haben, einfach so. Ja, diese Münze, irgendwie ist das bei mir wie beim Zippo, habe ich einfach gerne dabei. Sieht schick aus, das Kupfer wird irgendwie immer schöner. Ja, einfach mal manchmal durch die Hand, durch die Finger gleiten lassen. Ja, ist einfach schön. Sind einfach schöne Teile. Dieser Clip, den finde ich auch sehr cool. Den habe ich mal bei meiner Kydex-Scheide vom WM1 montiert. Hat aber nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ein super robuster, fetter Clip. Flaschenöffner. Ja, sehr robust natürlich, sein Stahlclip. Keine 3 Euro bei Amazon, ja, mit Versand. Keine Ahnung. Ja, der kommt auch manchmal mit. So. Ja, jetzt machen wir mal hier weiter, würde ich sagen. Bei den Messern. So. Ja, das WM1 habe ich euch ja schon gezeigt. Ja, meine Messertasche. Torinox Outrider. Ja, kommt immer wieder mal mit. Das Torinox Huntsman. Das habe ich jetzt gerade aus dem Tasmanian Tiger Rucksack rausgefischt. Das war heute dabei. Kommt hier rein, das ist sonst hier drin verstaut. Ja, was haben wir hier noch?
Ja, dieses ein Sanremo ist das. Ja, das habe ich ja neulich bei meinem, ja, wo ich meine Messersammlung gezeigt habe, auch schon drin die Kamera gehalten. Also alle vorhin schon. Das aus Thailand. Ja, wollte ich einfach nur kurz in die Kamera gehalten haben. Aber meine EDC-Messer zurzeit, ja, meine EDC habe ich natürlich in meiner Hosentasche gerade drin. Ja, das ist nach wie vor dieses Bird Tern. Ja, da es eben Sommer ist, durch die leichten Hosen sind schwere Folder zurzeit etwas fehl am Platz für mich. Und dieses Bird Tern, ja, das reicht für meine EDC-Schneideaufgaben einfach aus. In Kombination mit dem Kompakt eben. Ja, ansonsten ist im Rucksack sonst auch das F1 dabei. Ja, manchmal um Früchte zu schneiden, habe ich gerade diese Mango-Frucht griffbereit gehabt. Da ist natürlich auch ein großes Messer von Vorteil. Ja, mein geliebtes F1. Einfach für alles Mögliche ein gutes Messer eben. Oft in Kombination mit der Kydex. Super Sache. So. Ja, ich will das Video von der Länge her jetzt nicht gerade explodieren lassen, sozusagen. Ja. Stirnlampe. Ja, ist einfach eine Stirnlampe eben, man hat seine Hände frei. Sie ist schon oftmals praktischer als. Ja, hier ist so ein kleiner Patch dran, der leuchtet in der Nacht, braucht man jetzt nicht. Ja, wie gesagt, eine gute Stirnlampe ist immer wieder mal praktisch. Hier hat es eine Linse, wo das Licht gebrochen wird, dann wird die Umgebung ausgestrahlt. Macht man die Linse weg, strahlt die Lampe in die Ferne. Ja, kommt immer wieder mal zum Einsatz. Eine Stirnlampe ist auch für mich unverzichtbar geworden. Light in the Rain Block. Ja, ich muss auch gestehen, habe ich noch nie benutzt. Ja, so ist das halt, als, sag mal, als, ja, EDC-Junkie finde ich für mich jetzt übertrieben, aber trotzdem gefällt mir sowas. Finde ich auch eine coole Sache. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt oft mit meinem roten Rucksack unterwegs und hat natürlich jetzt schon einiges Platz drinnen. Deshalb habe ich ja mir eben, wie schon erwähnt, mehr Gedanken über EDC gemacht in letzter Zeit. Und deshalb auch diesen Expedition Fatty aufgestockt. Ja, nebenbei läuft die Waschmaschine. So, das will ich euch auch noch kurz gezeigt haben, was hier so im Groben und Ganzen drinnen ist. Ja, mein Titanspork, eben Victorinox, Schärfer, Kienspan, Paracord, etwas Tape. Hier ist ein Feuerstahl, Karabiner, Nagelzwicker, hier ein Feuerzeug. Ja, das Wichtigste ist wirklich dabei, hier eine Zange. Ja, die kann ich euch kurz zeigen. Ich bin kein Multitool-Fan, muss ich sagen. Brauche ich einfach nicht. Mir reichen meine Werkzeuge von den Victorinox-Messern aus.
Aber eine starke Zange kann wirklich immer wieder mal praktisch sein. Ja, die habe ich sehr günstig in Thailand gekauft. Wirklich super günstig, aber stark genug dürfte die sein. Ja, der hat hier gut Platz. Ja, was jetzt hinten noch so drin, ich will jetzt nicht